Ja, Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu DSD sein Midnight Figure Feature Star Wars Folge 549. Die erste im Jahr 2023. Ich hab's, glaube ich, nach dem letzten, was habe ich denn euch noch gezeigt? Ach, den Weihnachtsmando, ne? Den Mandalorian Warrior. Nicht geschafft, lag halt flach auch, ne? Und das kommt immer wieder jetzt so, ja, mit kurz vor 50 ist halt vorbei mit der Gesundheit, weißt du? Scheiße. Aber deswegen jetzt wieder mehr Püppchen und Spielzeug und so weiter. Und zwar habe ich den Boba Fett Droids 6 Inch hier. Ich weiß gar nicht, ob das dann Black Series ist. Also hier steht ja Droids dran, ne, zum 50-jährigen von Lucasfilm. Dann müsste der ja auch schon wieder etwas älter sein, oder? Ich guck mal, ob wir ein Jahr entdecken. Alter, hier sind 5 Millionen Sprachen drauf. Sämtliche Sprachen der ganzen Star Wars Galaxis sind hier, glaube ich, drauf. Nur sehe ich hier kein Jahr. Das fängt ja schon wieder gut an, ne? Hier die Abenteuer von R2 und 3PO. Da ist Boba Fett ja damals als erstes aufgetaucht. In so einem Zeichentrick, wollte ich sagen. Nee, das war nämlich beim Holiday Special. Da ist ja Boba Fett damals schon aufgetaucht. Wann kam das raus? 78. Ne? Boba Fett ja erst bei Empire. Die hatten aber damals schon, als der erste Krieg der Sterne gedreht worden ist, hatten sie ja schon so einen Prototypen Boba Fett gebaut. Ich glaube, das sollte auch erst der Ursprungstyp für die Stormtrooper sein. Und da war Boba Fett halt komplett noch in so einem weißen Anzug. Deswegen auch dieser Boba Fett Proto in weiß. Ne? Voll gut. Und ja, bei Droids ist halt auch aufgetaucht, hat er denen sogar zwischendurch geholfen. Ich habe da, glaube ich, auch mal einen Zusammenschnitt hochgeladen. Ist irgendwo bei mir auch versteckt auf dem Kanal. Mit so einem Rennen, da fahren sie so ein Rennen halt mit so Speedern halt und so weiter. Ne? Hier sieht man dann auch nochmal schön das Bild. Vorne ist halt auch das Comicbild drauf. Ich kann euch nicht sagen, aus welchem Jahr. Enthält Figur und 2 Accessoires. Ja, 50 Jahre Dings. Lucasfilm ist ja 2021. Ach, hier steht's doch. 2021 Hasbro, ne? Ja, bei Dings habe ich den geholt. Assener Spielwaren. Und zwar kurz bevor die jetzt den Laden geschlossen haben. Man kann da halt immer noch anrufen und so weiter. Dann kann man auch noch den Laden betreten. Und die haben da richtig geiles Zeug halt auch. Online wohl auch sehr viel. Müsst ihr mal gucken. Und das Schöne ist halt, ne? Man kann ihn so aufklappen. Ja, da haben wir hier nochmal alle Gestalten dazu halt. Ich weiß gar nicht, ist das dieser Vlix? Ja klar, die teuerste Figur halt, ne? Wenn man die alte hätte. Hier, dank seiner individuellen mandalorianischen Rüstung, tödlichen Waffen und ruhigen Art war Boba Fett einer der gefürchteten Kopfgeldjäger in der Galaxis. Also einen Satz lesen und schon nicht lesen können, ey. Fürchterlich. Ja, sieht geil aus, ne? Also ich sag mal, das wird wahrscheinlich 1:1 derselbe sein. Ich sehe jetzt nicht, ob er die Beule da, doch der hat die Beule auch. Wird wahrscheinlich ja vom normalen alten Boba Fett 1:1 sein. Ne? Ich pack da gleich mal ein 6 Inch noch dazu, Black Series, weil eigentlich ist das ja ein Black Series, aber halt in einem Comic-Style. Und die Farben finde ich geil. Ich habe den ja auch schon in klein. Zeige ich euch gleich nochmal am Ende der Sendung. In klein, aber leider nicht ausgepackt. Ich habe mir keinen doppelten geholt. Aber ich würde sagen, wir lassen den mal raus, stellen uns den hin, ne? Und so wie gewohnt gucken wir uns den an. Ist halt geil, das ist ein Klettverschluss, aber das haben ja viele, das haben ja diese ganzen Horrorfiguren auch, die Nekas und so. Ich sehe schon ja nichts, boah, jetzt hätte ich mir fast das Ding ins Auge gestochen. Hier ist ein ganz dünner Klebestreifen sogar noch. Das ist natürlich ganz edel. Also wenig an der Packung. Also wie gesagt, der hatte jetzt hier schon so klein weg. Jetzt habe ich hier natürlich diesen Knick reingemacht, aber ich verkaufe meine Sachen eh nicht. Von daher macht das gar nichts. So. Alter. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch was drin. Ist ja Quatsch. Das ist ja, hier ist halt jetzt nur noch hier die Pappe. Jetzt kann ich ihn gar nicht mehr verschieben, weil ich hier schon wieder irgendwas falsch gemacht habe. Das kann nicht wahr sein. So. Wir machen den mal wieder zu hier. Und wenn ich es denn noch schaffe heute, gleich habe ich den nächsten Knick drin. Also das kann doch nicht wahr sein. Macht doch da so. So. Zack. Ja, so richtig vernünftig stellen tut er nicht, ne? Beipackzettel. Ich pack den mal drunter. Vielleicht. Ja, ist sehr wackelig. Die Farben sind fresh, ey. Also Babyfarben oder so, ne? Guck mal, ist cool. Hier hinten sehen wir schon mal. Ich pack den aus. Ich kann ja die Brille ruhig wieder. Ja, die Waffen auch. Waffen halt gar nicht bemalt. Ist aber auch nichts Neues, kommen gleich alle im Detail. Ne? Es kann sich nur noch um Stunden handeln, dass ich das Ding hier befreie. So.
Jetpack. Ach, nice. Komm raus da, da. So, tot ist ja nichts wert. Machen wir mal eben hier, ja, die Füße noch ein bisschen hier. Er hat halt wieder, ne, die typischen Black Series Gelenke, Knöchel, Fußdings, das zeige ich euch gleich alles in der Nähe. Komm, jetzt nehmen wir das Jetpack auf hier. Man hat dann noch eine Arretierung, cool. Ja, dann packe ich ihm jetzt auch für den, fürs Runddrehen mal eben die Waffen dran, ne? Damit er den mal einmal schon so aus der Nähe sehen könnt und dann, ihr kennt das Spiel gleich, ne? Ah, der ist cool. Der gefällt mir von den Farben, ne? Also ich finde, der macht Spaß. Das ist ja eine geile Variation halt, ne? Also so Variation, so völlig anders mal. Ich meine, ist eine Zeichentrickserie. Von daher ist das schön. Die Waffen hätte man ja jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen so knallig machen können, aber ich glaube, sind sie in der Serie selber auch nicht, ne? Vielleicht blende ich am Schluss noch mal was ein hier von meinen Boba-Dingern da, ne? Ja, ab an die Details. Wir gucken uns mal alles jetzt ein bisschen aus der Nähe an, ne? Jetzt. Ja, fangen wir mit den Waffen erstmal wieder an, ne? Ihr kennt das. Gut, die sind ist jetzt hier nicht weiter bemalt. Sieht aber, ich zeige euch mal kurz hier vom alten Black Series. Ja, hier ist ein bisschen was verbogen, aber das ist identisch, das Ding. Obwohl, hier ist natürlich die Bemalung richtig schön, ne, an dem Original halt. Ich glaube, die von dem Proto, die ist in schwarz halt nur. Obwohl die auch nicht schlecht ist, die ist schon fast so Gunmetal-mäßig, ne. Aber, ja, ach, oh, mein Blaster ist weg, sehe ich hier gerade. Das ist ja merkwürdig. Hier haben wir auf jeden Fall den Blaster. Ich guck mal hier bei dem alten. Ja, der ist natürlich auch wieder schöner bemalt, ne? Aber ist das selbe Modell. Kann man sich also selber auch noch painten, ne? Und wer sowas kann halt und so weiter. Wessen Augen so noch mitmachen. Ich wollte gerade sagen, ja, der Lauf ist ja viel länger. Ne, der ist einfach nur von hier bis Silber angemalt. Das ist super. Und ja, wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, wir gucken gleich nochmal in die Details, dass das auch hier dieselben sind wie er hier halt, ne? Fangen wir mal an hier beim Helm. Also man kann kein Visier runter machen. Der Kopf ist drehbar. Oh, der ist sehr schwer. Oh, der ist hartnäckig. Der ist richtig schwer, macht aber auch nichts. Dann ist er nicht so wackelig. Und ich finde den eh, wenn er so leicht so runterguckt, so seitlich geneigt, finde ich das cool. Das ist geil. Wir können ja, komm, wir gucken direkt auch schon mal hier. Na, hier, Helm. Ist es dieselbe Beule? Ja, ne? Ja. Nur hier ist halt geweathert. Oh, hier ist ein bisschen Staub auch drauf. Obwohl, na, hier ist was weggeschliffen. Jo, hier ist was weggeschliffen. Wenn man das sieht, da ist auch noch so ein kleiner Puck irgendwie dran, ne? Aber von der Seite und so. Ja, das ist auf jeden Fall derselbe Mold. Wir sehen es auch hier bei den, obwohl, haha, doch nicht ganz. Schaut mal hier. Also, ich bin doof. Ich bin so doof. Er hat da den Arm gedreht. So rum muss es sein. Ja, willkommen bei DSD, der Typ, der nie richtig hinguckt. Der immer zweimal guckt. Naja, hier doch, das ist alles identisch. Auch mit den Fingern halt und so, ne. Ja, die Bemalung halt, das Weathering ist anders und so weiter. Ich finde die Farben einfach geil halt auch, ne. Hier haben wir wieder diese Kugelscheibengelenke, hier auch. Also Hüfte, ne? Ist so ein bisschen beweglich. Hier hat er den Wookie-Skalp. Ja, da warte ich ja immer noch drauf, dass da mal so richtig ne? Haare sind. Hier auch. Komm, wir gucken nochmal. Jetzt auch richtig, da ist das Panel drauf. Na, also, das ist schon gut. Das ist richtig geil. Ich wollte sagen, glitzert das? Nee, also Jetpack können wir ja auch abmachen. Also das ist wie gehabt bei dem allerersten Black Series Boba Fett halt und bei den Prototypen auch. Na, also, mal hier gucken. Das ist schon herbe, wie das unterschiedlich das aussieht, ne, was so ein bisschen Farbe ausmacht. Hier weiß und Silber einfach nur so. Das wirkt völlig anders, hier auch mit diesem Stift dann halt, wenn er bemalt ist. Ne. Komm, wir holen den auch nochmal dazu hier. Das ist schon geil, was Farbe so ausmacht.
Aber ich finde den weißen nach wie vor auch toll. Ja, und den ursprünglichen Boba eh. Aber der ist geil. Ich mag diese Babyfarben hier halt. So, das ist echt cool. Das ist geile Kontraste. Also witzig. Möchte ich gerne auch mal in freier Wildbahn sehen. Ich meine, ich habe da schon mal Fotos von gesehen, dass es den Droids Boba Fett halt auch gibt. Also, die Beine, gut, da brauchen wir nicht viel. Da könnt ihr euch die anderen Videos angucken. Ne? Ich meine, das ist ja auch gut, dass das, obwohl hier ist Silber, hier hätte man ja dann auch noch so leichte Applikationen machen können, ne? Weil das hat er an seinem Visor ja auch hier, an seinem Visierding. Aber ist geil, ja, diese ganzen Details mit den kleinen, hier so Beule drin halt und so weiter, ne. Ah, da ist ein cooler Boba Fett. Auch, hier sein Cape wieder. Das finde ich mal so geil, das ist immer irgendwie steif gebügelt. Hier ist noch so ein, ja, Dings drauf gedruckt, geil. Ja, und der ist natürlich heile. Jetzt überlege, hatte der nicht? Ach ne, der hatte gar nicht. Der ist ein bisschen aus, der ist halt ausgefranst. Ja, den haben sie halt ausfransen lassen halt. Was ist mit dem hier? Ja, der ist ein bisschen samtiger. Ja, der hat einen anderen Stoff halt. Das ist ein glänzender Stoff hier halt. Ey, schon geil, alleine die Umhänge halt von so Boba Fett halt und so weiter. Ne? Jetzt kommt das Gefrissel wieder. Das ist echt schwer hier. Du kannst die ja ein bisschen aufbiegen, das ist ja schön. Ohne dass sie dir direkt abbrechen halt, ne, die Hände. Ich denke immer, die Kanone wäre verkehrt rum. Ja, am besten wieder runterschmeißen. Das ist super. Georg, jetzt geh doch da rein. Guck mal, du musst doch nur mit dem Daumen. Ja, nur. Ey, das ist ein Gefrickel, ne? Ich sag euch. Oh! Ja, als Kind ist klar, dass dann Finger und alles abgebrochen sind, ne? So, packe ich ihm den mal so in der Hand. Huch. Na, hier so ein bisschen. Ja, immer so verdeckt auf Sneaken sein oder so. Wo ist denn jetzt die Knarre? Die packen wir mal hier noch rein. Dann kann man den eigentlich schön hinstellen. Wir können auch hier noch mal eben gucken. Na? Ja gut, der geht's hier auf Karte. Der ist natürlich ein bisschen dunkler noch. Der steht auch so doof da drin. Ich brauche noch einen zum Auspacken. Irgendwas muss da sein. Aber es ist echt cool. Ich hätte ihn natürlich auch so positionieren können, wie er hier auf dem Bild ist. Ne? Nein, ich lasse den jetzt so stehen und begebe mich mal zum Schlusswort. Ne? Bevor das wieder zu lange wird. Obwohl, ihr habt ja schon lange keine Reviews mehr von mir gehabt. Also von daher. Ja gut, Schlusswort. I love toys. Ja, cool. Also, gefällt mir. Also Boba Fett eh in allen Variationen, ey. Selbst in Pink wäre der, glaube ich, auch noch cool. Ja, und wenn wir jetzt mal so gucken, also da hat sich ja nichts geändert. Das ist halt immer noch derselbe Mold wie 2000, keine Ahnung. Wann kamen die raus? 13 Black Series oder wann ging das los? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wann das genau war. Oh, ein bisschen verbogen hier. Aber ja, schön. Ja, also das bockt sich doch auch von den Farben hier, wenn wir hier nochmal gucken auf dem Droids-Ding hier, ne? Wer gerade schon mal geguckt. Super geil. Also, was hat er jetzt gekostet? 32? Ist natürlich auch schon wieder eine Nummer halt, ne? Weil du kriegst so Black Series auch. Aber ey, komm. Habe ich in freier Wildbahn so nicht gesehen. Also von daher war das wieder so ein Impulskauf. Den musste ich einfach mitnehmen, weil cool. Gefällt mir sehr. Ich hoffe euch auch, wenn ihr den seht. Mal gucken, vielleicht gibt es den auch günstiger irgendwo mal halt, ne? Fand ich geil. Also definitiv, ich brauche hiervon noch einen zum Auspacken auch. Ich glaube, ich hole mir auf der nächsten Con oder so. Die sieht man ja noch öfter, als immer so, ich glaube für 25 auch, dass ich mal einen auspacken kann. Da hätte ich schon Bock drauf, ne? Aber ja, so ist das halt. Beim DSD. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zugucken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ne? Eure kostbare Zeit mit mir verschwendet habt. Könnt ihr gerne noch mehr. Hier gibt es noch einige Videos. Den anderen Kram hier und so weiter spare ich mir. Macht, wie ihr wollt. Ne? Mir ist der Algorithmus auch egal, weil bei mir ist Keep It Underground und das bleibt auch so. Wer es durch Zufall findet, durchs Hören sagen, herzlich willkommen hier. schleppt sie alle ruhig ran halt. Also das macht Spaß. Ne? Und viele trifft man ja auch zwischendurch. Und ja, gucken wir mal, was war. Nächste Woche auspacken. Ne? Bis dahin sage ich, gesund bleiben, gehabt euch wohl, haltet die Augen auf beim Sammeln und ja, Feierabend gesagt. Peace and Justice natürlich auch. Ne? Tschüss. Toy.